Galaktische Vorfreude, eine merkwürdige Kombination, nicht wahr? Nun, Vorfreude ist eine ganz besonders wertvolle Emotion, die uns sehr, sehr hoch schwingen lässt und die auch auf körperlicher Ebene sehr gesund ist, weil sie uns Dopamin schenkt und dieses Glückshormon setzt eine ganze Kaskade von Glückshormonen frei. Und diese fühlen sich nicht nur gut an, sondern sie sind vor allem auch deshalb wertvoll, weil sie die besten Antagonisten der Stresshormone sind, weil sie die Stresshormone von den Rezeptoren an der Zelloberfläche verdrängen. Das heißt, wir sollten uns viel öfter Vorfreude gönnen. Allerdings empfehle ich und praktiziere das auch selbst, die Vorfreude von dem Ereignis zu entkoppeln. Denn wenn das Ereignis, auf das ich mich gefreut habe, dann auch noch eintritt, ist das wunderbar, dann habe ich die doppelte Freude. Wenn aber etwas anderes kommt, vielleicht noch etwas viel Besseres als das, was ich im Sinn hatte, dann bin ich wenigstens nicht enttäuscht und Enttäuschung zieht mich energetischer wieder herunter. Also mehr Vorfreude empfehle ich dir, aber wie wäre es, wenn du Vorfreude ohne irgendein Ereignis zelebrieren würdest. Und das ist das, was ich als galaktische Vorfreude bezeichne. Das ist Vorfreude um der Vorfreude willen, ohne dich auf irgendetwas zu fokussieren. Einfach dich auf dein Leben freuen, auf das, was auf dich zukommt, auf das, was deine Seele sich für dich vorgenommen hat und was sie dir nun an Erfahrungen, Erlebnissen, Einsichten, Erkenntnissen schenken möchte. Einfach Vorfreude um der Vorfreude willen, weil sich Vorfreude gut anfühlt, gesund ist und uns vor allem für die höheren Dimensionen resonant macht. Also gönn dir mehr galaktische Vorfreude und vielleicht möchtest du mir dazu auch Feedback geben, wenn es dir gelingt, wie es dir dabei geht. Würde mich freuen.